Pika Pika! Und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel! Yeah! Im letzten Part war ich im Mühsalberg. Und naja, ich bin gestorben, mal wieder. Ich habe einen Level Plus Samen gekriegt. Riolu ist da oben. Das fällt mir echt gerade uncool. Und ich habe gerade gesehen, dass mein Level Plus Samen da auf dem Boden liegt, was ich nicht ganz verstehe. Aber ich gebe jetzt Riolu den Samen. So. Dankeschön an Emia, die mir ihren Code geschickt hat. Ich hoffe, es wird jetzt was. Sollte es so sein und ich versage wieder. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so sein könnte. Werde ich mit meinem DS mich retten einmal, weil ich möchte diesen Berg so schnell wie es geht fertig haben und so weiter. Und ich glaube, ich erspare euch und mir eine Menge Qual, wenn ich uns nicht ständig ins selbe Dungeon schicke. Ist jedenfalls meine Meinung. Aber ich bin jetzt einfach mal recht zuversichtlich, dass es jetzt was wird. Halt. Das. Boah. Bist du denn des Wahnsinns? Genau, Riolu. Mach einfach so. Oh. Wir mussten im letzten Part uns auf den Weg machen, um Traumato zu finden. Das müssen wir jetzt natürlich immer noch. Aber diesmal scheint es ganz gut zu sein. Auch wenn jetzt dieser olle Nebel meine Elektroattacken ziemlich abschwächt. Und das noch dazu kommt, der Lockduft. Noch ein Lockduft. Dafür kriegst du noch einen Kiesel. Und ein gratis Donnerschock. Riolu, ich bin bekleistert. Du machst das echt gut. Drei Poke! Boah! Boah, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Und das mache ich jetzt irgendwie auch ernst. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile 35.000 Poke angesammelt in dem Spiel. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich könnte Samen kaufen, aber das Problem ist, es ist nichts Interessantes an Samen da zurzeit. Aue! Hier, kann ich auch. Hier nochmal. Hier nochmal. Zack. Ja, Riolu, genau. Hey. Uncool. Ja. Ah, verdammt. Hallo? Nein, nein, nein! Das ist doch jetzt ein Witz, oder? So, mir reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt, Leute. Ich weiß nicht, warum dieses olle Knogger so verdammt stark ist. Okay, das hat Typenvorteil, soweit ich weiß. Aber es ist echt nicht mehr lustig, dass ich jetzt da sterbe. Im Dauertakt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal mein DS anschmeißen. Und werde mich jetzt nochmal retten. Und mir einen Belebersamen mal zukommen lassen. Es ist ja nett, dass ihr mir... Dass sie mir einige Level Plus Samen schicken, aber ganz ehrlich, warum? Ich meine, ich habe nichts dagegen und ich bedanke mich auch dafür. Aber das Problem, was ich jetzt im Moment habe, ist wohl eher, dass ich einen Belebersamen brauche, anstatt Level Plus Samen. Aber egal, ich werde hier kurz cutten und bin gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Es hat jetzt doch ein kleines bisschen länger gedauert als geplant. Ich habe es selber meinem Team nicht geschafft, dieses doofe Dungeon zu überstehen. Das ist zum Heulen. Ich sag's euch. Mein Team, also mein Hauptteam, Team Himmel, ist knapp, lass mich nachdenken, 20 Level circa höher. Ach, ey, das gibt's doch nicht. Nee, vergiss es. Lass mich in Ruhe.
Und zwar ist es immer so gelaufen. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Versuche gemacht, dass in diesem Raum, wo ich jetzt gerade stand, dass ausgerechnet da immer ein Knogger war. Dieses Knogger hat meine gesamten Elektroattacken umgeleitet. Und mit Eisenschweif, da ich ja auch nur begrenzt Eisenschweif machen kann, bin ich auch nicht weit gekommen. Sprich, es ist so ausgegangen, dass dieses Knogger mich immer mit Knochentanz kaputt gemacht hat, da einmal Treffer ca. 100 Punkte Schaden waren. Und nach 2 Treffern bin ich hin. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht nochmal passiert. Ich habe jetzt mal einfach geguckt, ich glaube 20 Ebenen waren das von Mystery Dungeon. Von Mühsalberg. Und jetzt will ich mal ein bisschen vorsichtiger spielen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, das nochmal zu machen. Aber jetzt habe ich ja endlich einen Belebersamen. Dafür bedanke ich mich auch recht herzlich. Und ich bin ein Level aufgestiegen. Hey. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt dieser Versuch etwas besser ausgeht als die letzten. Toll. Och man, leck mich doch. Geld. So. Mühsalberg ist nämlich echt ein knackiges Ding. Auch wenn es eigentlich einfach ist. Also hätte ich jetzt ein Wasser-Pokémon dabei, denke ich mal, wäre ich da. Oh ey. Hallo? Nein! Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich will meine Sinelbeeren nicht verhauen, aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal sicherheitshalber. Ich habe jetzt 2 dabei. Zack. Sicher ist sicher. Oh, ein Samen. Ein Sachtsamen. Halleluja. Kein Sichtsamen, sondern ein Sachtsamen. Kraftkoloss. Hat ja nicht viel gebracht. Aber in eine Situation war dann doch ganz nett bei den Rettungsaktionen. Da kam ich in einen Monsterraum rein und dann habe ich da einfach mal Ladungsstoß gemacht und durch den Ladungsstoß Schlaf sammeln. Durch den Ladungsstoß sind einfach mal so, ich glaube, 4 oder 5 Gegner besiegt worden. Und durch diese 4 oder 5 Gegner habe ich dann einfach mal 8000 Erfahrungspunkte gekriegt. Und naja, das hat für einen kleinen Levelaufstieg auch schon gereicht. Joa. Ja, genau. Ladungsstoß. Aber jetzt sieht es im Moment echt gut aus. Ich hoffe, es bleibt so, ey. Das wäre katastrophal. Es fällt mir gerade ein, ich hätte den Upload von dem nächsten Part schon mal starten sollen. Na egal. Jetzt könnt ihr sehen, ja. Jetzt mache ich den Part erstmal fertig und dann starte ich den nächsten Upload. Denn YouTube hat es gestern echt geschafft, mich auf die Palme zu bringen. Ich habe gestern Part 53, glaube ich, war das, Traumato hochgeladen. Und das Schöne dabei ist, da ich diese Datei ein zweites Mal hochladen musste, weil er den Download abgebrochen hat, oder den Upload bei einer Stelle abgebrochen hat. Man kann ja, wenn man eine Datei hochlädt, kann man ja da weitermachen, wo man abgebrochen hat. So, jedenfalls das Normale. Jetzt hat aber YouTube einfach mal, dann toll, hat einfach mal YouTube gesagt, nee, ist nicht. Und dann musste ich einfach mal die Datei Traumato neu anfangen. Dann war sie endlich
hochgeladen. Und dann kam die nächste Überraschung. Da hat mich dann YouTube gesagt, kleine Speaker, hör mal zu, da ist noch eine Datei, die genauso heißt. Du kannst keine zwei Dateien hochladen, die genauso heißen. So. Nun konnte ich weder die alte Datei freigeben, weil der Download nicht komplett war, noch die neue Datei freigeben, weil sie gesperrt wurde. Demzufolge darf ich die Part jetzt zum dritten Mal hochladen, was mich natürlich sehr freut. So. Ach man, wollte ich gar nicht in die kurze Treppe. Das ist jedenfalls so gestern passiert. Das ist sehr schön, sehr toll und ich freue mich natürlich tierisch darüber. Und Ryulo hat mal gerade meinen Samen verkloppt. Was ich auch nicht so schön finde, aber... Naja, Hauptsache ist noch dabei. Ein Knogger! Nein, lass mich in Ruhe! Ja, genau! Lass mich in Ruhe! Kann ich Ladungsstoß machen? Nein! Du sollst die Attacke nutzen. Hä? Eine 9. Bitte. Ey. Was reicht's? Nein, 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 nein. Hä? Aber ich brauche Ryulo. Nein. Kotzwirk. Jetzt reicht's mir. Es ist um Heulen. Lass mich in Ruhe, du scheiß Mühsalberg und du, So, mach das jetzt anders. Wir sehen uns gleich wieder. Und schon geht's weiter mit dem von schlimmsten Part, den ich jemals gemacht habe. Ja, ich habe es diesmal mich selbst gerettet. Diesmal ging es einigermaßen schnell, muss ich sagen. Der letzte Monsterraum war ein Glück kein Knogger drinne. Und ich hoffe, es bleibt jetzt dabei, dass es nicht nochmal passiert. Ich meine, ihr werdet euch bestimmt totlachen über mich. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, das ist nicht mehr normal. Das kann nicht sein. Das ist mich so ein... Nee. Weil diesmal war es ja Ryulo, nicht mal ich. Das war nicht mal meine Schuld. Ryulo, du bist schuld, so. Ich mag diesen Mühsalberg nicht. Schlechtester Part ever. Ich bin total enttäuscht von mir selbst. Schlafsam. Letzte Treppe, letzte Treppe, letzte Treppe, letzte Treppe. Ja! 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 Hey! Ist da drüben nicht Traumato? Traumato! Ja, ihr zwei? Warum seid ihr hergekommen? Ich habe meine Finger... Ich habe meine Finger aus allem herausgehalten. Ich habe dem kriminellen Leben abgeschworen. Warte, darum geht es nicht, Traumato. Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften, Traumato. Aber wir wollten dich treffen. Wir brauchen deine Hilfe, Traumato. Traumato, Traumato. Hä? Meine Hilfe? Ihr braucht meine Hilfe? Ja. Erinnerst du dich noch an einen kleinen Azubel? Azubel ist in seinem Schlaf gefangen und wacht nicht mehr auf. Dieser Azubel-Bengel. Niemand weiß, warum er nicht aufwacht. Und dann hörten wir, dass du, Traumato, möglicherweise in Träume eindringen kannst. Darum haben wir dich aufgesucht. Also, Traumato, wie stehen die Dinge? Hilfst du uns? Ich habe Azubel einmal etwas mächtig Gemeines angetan, damals. Ich weiß nicht, ob ich es damit jemals gut machen könnte, aber... Wenn es Azubel nur ein wenig helfen würde. Keine Ahnung, wie nützlich es sein kann, aber ich helfe gerne, wenn ihr mich lasst. Traumato, führt mich zu Azubel. Lasst uns keine Zeit verlieren. Okay. Hier geht es lang. Schnell! Nein. Wie sieht es aus, Traumato? Kannst du irgendetwas tun? Oh, ihr beiden.
Ich möchte, dass ihr euch für eine Erkundung ausrüstet. Wenn ihr bereit seid, schicke ich euch auf eine Erkundung in den Traum von Azuril. Was? Das bedeutet, ihr habt es erraten. Es ist möglich, in den Traum von Azuril hineinzugelangen. Ja, Meryl, wir können jetzt dem Rätsel, dem nicht enden wollenden Albtraums auf den Grund gehen. Klasse! Aber ich will, dass ihr ganz besonders vorsichtig seid, wenn ihr im Traum des Kleinen seid. An dem Traum ist irgendetwas faul. Ich glaube, da läuft irgendetwas verkehrt. Uff, stimmt das? Okay, wir werden auf der Hut sein. Noch eine Sache. Ich möchte, dass nur ihr beiden in den Traum geht. Ich würde gerne selber mitkommen. Aber um ehrlich zu sein, bei dem Stand meiner Fähigkeiten würde ich euch eher nur aufhalten. Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr für euch tun kann. Nein, dazu gibt es keinen Anlass. Uns in den Traum zu schicken, ist Hilfe genug. Danke dir, Traumato. Wir machen uns bereit zu gehen. Los geht's, Barks. Wir kommen zurück, sobald wir bereit sind. Ja, sobald wir bereit sind. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Item, was habe ich denn dabei? Ich schätze mal, es reicht. Ich hoffe mal. Ja, wir sind bereit, in den Traum zu gehen. Ja, wir sind bereit. Gut. Dann kommt hier rüber. Ich schicke euch jetzt in den Traum von Azuril. Und los geht's. Sieht so das Innere des Traums aus? Reolus, Sparks. Könnt ihr mich hören? Ich bin es, Traumato. Ja, wir hören dich. Gut. Hört sich an, als wärt ihr gut reingekommen. Wie ich bereits sagte, ist an dem Traum irgendetwas richtig Böses. Jetzt pfeift doch nur mein Handy. Ich glaube nicht. Ey! Böses Facebook, böses Handy. Ich glaube nicht, dass ich euch daran erinnern muss, aber seid vorsichtig da drin. Okay, danke, Traumato. Dann gehen wir mal in den Traum hinein. Ab in den Halbtraum vom Azuril. Boink! Ey, das Boink in Ruhe. Das Reolo in Ruhe ist Boink. So. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt alles ein bisschen unfallfreier abläuft. Das wäre nämlich sehr, sehr gut. Toll. Ich bin ja schon wieder hellauf begeistert. Von dieser Alarmfalle. Oh, das ist eine Wand. Toll. Ey, kein Walzer. Ich will mit dir nicht tanzen. Pipi, wie süß. Mein Gott. Ein Milktang. Also natürlich hat sich die Treppe in dem hintersten Raum, in der hintersten Ecke versteckt. Ich mag die Fallen nicht. Die gehen einem so auf die Nerven. Dann gehe ich ab hier lang, Mensch, so. Ich hätte jetzt echt geheult, wenn hier die Treppe ist. Ah, Pandir! Ich glaube, hier in den Traum kann man gar keine Pokémon anwerben. Was eigentlich verdammt schade ist. Denn Pandir zum Beispiel hätte ich sehr gerne gehabt. Hier und da und da und dann einmal im Kreis. Kliebunkel. Hier weiter links. Und finden eine Treppe. U3. U4.
5. Oh, schade. Hätte jetzt ruhig so weitergehen können. Habe übrigens gerade nochmal geguckt. Es war nicht der Traumbild-Part, den ich Traumato genannt habe, sondern der Part, den ich Verzerrung genannt habe. Aber es ist immerhin Part 53 gewesen. Wenigstens das war richtig. Was mich gerade wundert, warum liegt eigentlich hier Geld? Mal ziehen. Da ich schon mal hier stehe, kann ich auch Donnerblitzen. Tausend Punkte nur für das Chanera, alter Schwede. Krass ist aber, boah. Verdammt. Doing. Okay. Verdammt. Sinel wäre. Werfen. Hurra. Komm her, Ryu. Wieso? Hier sind nirgendwo mehr diese Pfeilplatten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nirgendwo mehr diese Pfeilplatten, dass man quasi, sag gleich. Dass die Shadows nicht wieder normal werden. Ist denn das so schwer? Hältst du deinen Ausmixer? Aber ich glaube, Albtraum waren auch weniger Ebenen. Pummelhof! Ein Warpsaar. Toll. Knoblauch noch einmal. Ich glaube, Apfel habe ich dabei. Toll. Als wäre ich nicht schon oft genug im Kreis gelaufen. Oh, ein Elixier. Ja, schwindelig vorne. Lässt du mich in Ruhe? Halt, da ist die Treppe. Da ist die Treppe. Da ist die Treppe. Da ist die. Mein Magen ist leer. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich einen Apfel dabei habe. Verringert den Magen, aber. Aber auch vielfältige Statusprobleme behebt. Das ist mein Samen. Nichts geschieht. Naja, nee, so ist es ja nicht ganz, ne? Onciana, wie süß! Genau. Ist noch ein Raum.
sollte so langsam meine Sinelbeere essen. Ist egal, wie oft ich mir zu mir sage, jetzt spielst du vorsichtiger. Ich spiele immer riskant. Ist egal wie. Boah. Hält ganz schön was aus. Flairsam. Ja, es trinken wir mal das. Und der Status lässt nach. Da verfolgt mich ein Mozi. Ey, das ist jetzt nicht normal. Nicht eher dein Ernst, oder? Ich hätte nur nach oben gehen brauchen. Das ist so ärgerlich. Das ist so richtig ärgerlich. 10. Hey, ja, mein Magen ist leer. Ich kann mich eine Weile über Wasser halten. Nur eine Weile. Oh, die schöne Box funktioniert nicht mehr. So ein Pech aber auch. Ich habe zwei Poké-Dollar in einem Traum von Azuril gefunden. Azuril träumt von Geld. Halt! Da. Oh, eine hübsche Box. Rioli, ich hab keinen Bock, dich zu tragen. Können wir noch essen? Nee, einen Schwunzsamen esse ich nicht. Oh, meine Sehkraft ist schlecht. Na egal. Sollte nicht auf ewig halten. Hoffe ich. Ja, ich kann mir nochmal sehen. So wie es sein soll. Schon wieder ist der Magen leer. Weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir geht diese Nachricht langsam aber sicher auch ein bisschen auf die Nerven. Und ich habe keine Lust, diese Schleimkost zu essen. Ja, jetzt ist die Frage, wo ich gehe ich am besten lang? Aber lange halte ich es nicht mal aus, aber ich habe gleich noch eine Sinelbeere reinstecken. Hurra, die Falle wurde nicht aktiviert. Ha! So bin ich meinen Hunger auch losgeworden. Bam! Ich sagte BAM! Ich sagte BAM! Geht doch. Nein. Diesmal nicht. Ich muss eh mal wieder in die Stadtstadt. Das ist sowieso der schlechteste Part, den ich je gemacht habe. Also, whatever. So, jetzt werde ich mich aber mal richtig vorbereiten. Sprich, ich werde einmal zum Kangama-Lager gehen.
werde einmal alles lagern, was ich habe. Und was noch da ist, ehrlich gesagt. So. Und dann werde ich mich einmal neu ausrüsten. Ich hätte gerne einen Kraftbahn. Dann hätte ich gerne meine Goldbänder, die kann ich verkaufen. Naja, Kraftbahn auch noch mit. So. Nehmen wir mal die Äpfel mit. Ein paar Silbeeren. Einen Beleber. Ne, lieber keinen Beleber sammeln, die brauche ich alle noch. Die anderen Samen. Eisenschweif wäre geil, aber ich habe keinen Eisenschweif. Ich habe hier so viel, aber kein Eisenschweif. So. So, dum 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 ba ba dum bam 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 ba ba da. So, ab in die Bank damit. So, aber nachdem ich den schlechtesten Part der Menschheitsgeschichte gemacht habe, muss ich diesen Part jetzt hier beenden. Hoffe, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat und hoffe, dass wir uns beim nächsten Part wiedersehen. Tschüss.